Hallo und willkommen bei Let's Play Fun Stories bei Transportfieber in unserer Folge 3. Hier, seid uns das schöne Lok vorbei. Und ja, wir versuchen demnächst, beziehungsweise ich versuche demnächst mal ein bisschen an einem Hintergrundsound zu machen, weil ich habe gemerkt, in unserem Video ist das Rauschen ein bisschen nervig. Und ich werde demnächst mal versuchen. Ich kenne mich dann nämlich damit aus. Wollte auch erstmal ein bisschen rumexperimentieren, weil das ist meine dritte Folge. Und dann muss man auch etwas ausprobieren. So, aber. Ah, da habe ich etwas verpennt durch das ganze Gequassel. Wir müssen hier einen Terminussack bekommen. Ach, hier. Wir haben 18,5 Millionen Darlehen, die wir noch zurückzahlen müssen. Aber das sieht schon gut aus, denn da kommt schon der nächste Lok und eventuell können wir schon auf 18 Millionen runtergehen. Genau, jetzt haben wir nur noch 18 Millionen, die wir zu bezahlen müssen. So. Finanziell läuft es bei uns auch sehr gut. Das freut mich sehr. Und da können wir ja demnächst, vom Industrie her, glaube ich das nicht, möchte es man also ganz. Weil, da muss man hier sehen, durch die Fahrzeuge. Okay, da sind bei Straßenfahrzeuge Depots, aber doch. Doch, man könnte das machen. Aber da muss man erstmal nach einem geeigneten Ort schauen, wo man das machen könnten. Weil wir haben momentan hier nur die drei Städte. Und da muss es auch an einem geeigneten Ort sein. Sonst lohnt sich das nicht. Beziehungsweise würde es schon lohnen, aber das ist eine weite Strecke. Das würde sich, weil ich könnte theoretisch hier eine Strecke bauen. Das wird dann die nächste Stadt. Da machen wir Schöffengrund. Und die produzieren dann Holz und bringen es dann erstmal nach Schöffengrund. Und sobald die Produktion gut läuft, könnte man dann überlegen, das an den nächsten weiteren Städten weiterzuleiten. So, das sieht ja schon besser aus. Jetzt müsste der Zug noch Geld geben. Und dann bin ich auch ganz zufrieden. Komm, weiter. Noch 3000 brauche ich. Und. Ha! Nein! Verdammt! Aber jetzt, da kommt der nächste Zug, da kann man jetzt wieder bezahlen, oder auch nicht? Ullulululul. 20.000 noch. Haha, jetzt brauchen wir wieder noch 300.000, dann haben wir direkt auf einen Schlag 1 Million zurückbezahlt. Aber bekanntlich ist das ja nicht so ganz klappbar. Da kommen schon die nächste Züge angereist. Na? So, das sind noch 250.000, die ich sogar bezahlen muss. Die ich noch brauche, um dann 500.000 zurückzubezahlen. Dann habe ich noch 17 Millionen, um zurückzubezahlen. Aber was mich freut, ist, dass das alles perfekt läuft. Ich habe hier eine Ölraffinerie, aber, warte, das ist eine Ölquelle. Aber ich brauche eine Ölraffinerie. So, Freunde, ich versuche jetzt mal, das Sound hier einzustellen mit der Musik. Ich hoffe, euch wird es dann gefallen. Wenn nicht, mache ich bei der nächsten Folge das mal aus. So.
perfekt. Wir haben eine perfekte Lautstärke fürs Musik. Och, wir können es auch bezahlen. Das ist jetzt auch gut. Und mal schauen, wie lange es läuft. Beziehungsweise wie es läuft. Denn wir wollen ja, wie gesagt, die Industrie bauen. Da kommt schon der nächste Zug angereist. Mit wie viel Passagieren? Mit 48. Und der ist ja rappelvoll. Na komm. Noch 100.000. Ah, schade. Das ist wirklich schade. Bin nächste Runde. Aber hier sehen wir das. Von 109 auf 185 auf 180 ist immer noch auf 170. Wenn das noch so weiter gut läuft, könnte ich auf in den Jahrgang 1935, 1940 auch mal etwas langsamer vorspielen, dass man auch entspannter sehen können. Ui, 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 ui. Ich bin wieder minus zum ersten Mal. Aber da kommt ein Zug, egal. Der hat wieder alles rausgehauen. Da kommt schon der nächste und zurückbezahlen. Zack. So schnell geht das. Ja, so schnell bin ich wieder pleite. So. Da fange ich hier schon mal mit dem Bauen an. Das wird dann hoffentlich. Das wird dann. Nee, 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 da warte ich schon lieber. Ich will jetzt so ein großer Knotenbahnhof. Hier, dass es ein großer Knotenbahnhof wird. Aber da muss ich erstmal warten, bis ich erstmal hier mein Darlehen zurückbezahlt habe. Sonst lohnt sich das ja logischerweise nicht. Hier die ganzen Leute, die warten auch, dass unsere Züge pünktlich ankommen. Das sehen wir auch, unsere Züge, die haben permanentes Plus. Unsere Frequenz ist auch sehr gut. 3-Minuten-Takt, 111-Sekunden-Takt, 6-Minuten-Takt, 3-Minuten-Takt und 116-Sekunden-Takt. Besser kann es nicht laufen. Wir machen permanentes Plus. Sonst wird man auch nicht hier ordentlich Plus machen. Und wieder zurückbezahlt. Das sieht auch. Ui, 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 das sieht aber gefährlich aus. Wenn jetzt die Kinder Fußball spielen würden, die würden da runterfallen, ne? Da hat der Techniker aber nicht gut ge. Ne, der Ingenieur hat da nicht gut geachtet. Gearbeitet. So rum. So. Ja. Wenn es euch wirklich gefällt, dann gebt einen Daumen nach oben für die Videos. Wenn nicht, wie in den letzten Folgen schon erwähnt, einfach mal kommentieren, warum es euch nicht gefallen hat, was ich besser machen soll, was besser gemacht werden soll. Ja. Da kann man ja verhandeln in dem Sinne. So. Bauen wir hier langs. Hoffentlich kann man hier nicht. Ne, man kann hier keine Schranke. Oh, oder? Ne, man kann hier noch keine Schranke bauen, schade. Da kommt schon hoffentlich der nächste Zug, um weiter unsere Schulden abzubezahlen. Na, da kommt er schon. Der hat schon auf einen Schlag 75.000 Minus. Und wir haben ein Flugzeug. Yay, ein Schungas F-13. Das, was mich wundert, ein Passagierflugzeug im Jahrgang 1920. Soweit war doch nicht die Technologie, oder? Oder irre ich mich da?
Bevor ich da wieder verpenne, bezahle ich wieder alles ab. So. Mal die nächste Strecke auf. Module. Das führt dann nach Hamburg, die Strecke. Verdammt, da habe ich ja was gepennt. Verpennt, verdammt, verdammt, verdammt. Halleluja. Steigung zu groß. Shit happens. So, und wieder die Sache bezahlen. Da gibt es eine Strecke nach Schöffengrund und eine nach Warnitz. Dieses Berg, diese Hügel da, der nervt mich ein bisschen, finde ich. Ah, oder? Ne, man kann es auch so machen, genau. Komm, 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 noch 5000. Komm, 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 komm. Ah, verdammte Hühnerscheiße.